Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Bei der Abstimmung, wo ich gefragt habe, wann ich immer streamen soll, ist zurzeit tatsächlich 20 bis 22 Uhr auch wieder relativ stark. Und deshalb werde ich heute mal auch wieder etwas später streamen. Und zwar wird das Stream wahrscheinlich so zwischen 20 und 21 Uhr beginnen. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf Twitch ein Follow da lassen. Ansonsten werde ich aber auch relativ safe auf YouTube noch ein Ankündigungsvideo machen. Also wenn ich hier ein Abo da lasse, dann solltet ihr es auch auf jeden Fall nicht verpassen. Und wenn ihr bei der Abstimmung noch nicht teilgenommen habt, verlinke ich unten mal in der Videobeschreibung den Community-Tab und dort ist dann der erste Post direkt diese Abstimmung und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Dort haben wir heute mal wieder in den Sonderangeboten einen anderen Skin. Ich würde sagen, wir schauen uns allerdings alles mal wieder von links an. Dort haben wir als erstes einmal den Sommerdrift-Skin. Der ist ja zum letzten Sommer reingekommen und ist im Prinzip einfach eine sommerliche Version vom ursprünglichen Drift-Skin. Sieht gar nicht so unterschiedlich aus. Die Farben haben sich im Prinzip gleich gehalten, aber oben ist er eben halt relativ oberkörperfrei. Zumindest im einen Ziel und im anderen Ziel hat er dann so ein bisschen sommerliches Hemd. Und dann gibt es natürlich noch die Zwillingsklingen dazu. Eben halt auch in diesem klassischen Drift-Ziel. Dann den Drift-Wolf als Lackierung und dann noch den Driftstream als Gleiter. Ist auf jeden Fall ein ganz nice Skin. Dann haben wir als nächstes den Zina Skin. Einmal hier im Standard und im Stil mit Jacke. Dann gibt es noch die Pina K.O. Schläger. Dann als nächstes hier noch den Power Cord Skin. Dort gibt es mittlerweile auch den Standard- und Abtuning-Stil. Und natürlich mit der Gitarre hinten genau die gleichen Ziele. Dann gibt es noch die Anarchie-Hacke dazu und dann den Stage-Dive-Gleiter. Als nächstes haben wir dann noch die Maki-Meisterin. Dort haben wir auch einmal einen Standard- und Nacht-Skin, beziehungsweise einen Standard- und Nacht-Stil. Dann gibt es noch die beschlagene Hacke. Als nächstes dann noch den Zahnseidenwirbler. Dann haben wir noch den Kommando-Skin. Als nächstes noch den Luftgitarren-Mode, passend zum Power-Chord-Skin. Und dann haben wir noch als nächstes hier den Shaka-Emote. Dann bei den Sonderangeboten haben wir wie auch schon die letzten zwei Wochen gefühlt den Captain America Skin. Na, hier kann man immer noch das Schild gleichzeitig als Backpack und als Spitzhacke benutzen. Und dann haben wir heute, und dann gibt es natürlich noch den effektvollen Salü dazu. Und dann haben wir heute eben halt einen anderen Skin. Sonst waren ja die letzten Tage immer dieser Strandbomber-Skin drin. Jetzt haben wir den Finsterherz-Skin drin. Wird sich wahrscheinlich immer so alle vier Tage austauschen und dann kommt der neue Skin eben halt bei den Sonderangeboten hier rein. Also ihr habt wahrscheinlich auch noch genug Zeit, um euch diesen Skin zu kaufen. Dazu gibt es dann noch die Verhexler-Spitzhacken und das waren dann auch schon alle Items aus dem Shop. Ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.